Matthias Kloth stammt aus Kettnis und ist seit rund 2,5 Jahren Bestandteil der Inklusionsabteilung des Sportdienstes der Stadt Esch-sur-Alzette. Die 34.000 Einwohnerstadt in Luxemburg ist dort Vorreiter, wenn es um das Thema Inklusion durch Sport geht. Über die Jahre wurden dort eine ganze Reihe von Sportprogrammen ausgearbeitet, die die Inklusion fördern sollen. Damit ist Esch mehr als einen Schritt weiter als die DG. Das soll sich in Zukunft ändern, denn die Inklusion soll einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Neben unserer für uns normalen Welt besteht noch eine ganz andere Welt, ein ganz anderer Alltag für verschiedene andere Leute. Die können nicht an unseren Sportangeboten teilnehmen, die können nicht an extrasportlichen Aktivitäten teilnehmen. Die sind immer in ihren kleinen spezifischen Grüppchen und das war's. Und mit der Inklusion beim Sport versuchen wir halt, diese Leute aus diesen Gruppierungen rauszuholen, bei uns zu integrieren, bei uns zu inkludieren, sodass wir parallel mit ihnen an einem gemeinsamen Resultat arbeiten. In Esch gibt es dabei eine Sportart, die die Inklusionsabteilung wettkampforientiert trainiert. Baskin, also Basketball inklusiv heißt sie. In der Sporthalle vom KAE in Olpen hat Matthias Kloth eine Übung aufgebaut, die dieser basketballähnlichen Sportart gleicht. Das Ziel, jeder soll in das Spiel inkludiert werden. Ich habe verschiedene Trikots verteilt, da sind verschiedene Nummern drauf. Die 30er Nummern sind die schwächeren Spieler, die 40er Nummern sind die stärkeren Spieler. Bei denen habe ich direkt den Unterschied gemacht, dass wenn sie auf den Korb gehen, dass sie nicht mit einem Fuß abspringen dürfen. Das heißt, die 40er müssen mit zwei Füßen abspringen, die 30er dürfen alles machen, um das Niveau ein bisschen auszubalancieren. Bei meinem Wolf, der alleine gespielt hat, der auf der Seite war, ging es sich halt darum, diesen kleinen Ball mit einem Aufsetzer in den Deckel von dem Plint landen zu lassen. Klingt für uns super einfach, kann jeder selber gerne mal probieren. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Für Herrn Wolf zählt aber jeder Treffer als zwei Punkte. Von den 30ern und 40ern zählt jeder Treffer nur als ein Punkt. Ja, so wird das ungefähr ein bisschen ausbalanciert und am Ende zählt da das Zielresultat. Inklusive Arbeiten ist nicht immer einfach. Als Verantwortlicher muss man Geduld mitbringen und sich Gedanken zu den einzelnen Teilnehmern machen. Am Ende sollte möglichst jeder, ob mit geistiger oder mit körperlicher Behinderung, am Spiel teilnehmen können. In der nächsten Gruppe sind beispielsweise Rollstuhlfahrer dabei. Mit leicht veränderten Regeln sind alle Teil des Teams. Man muss natürlich realistisch bleiben. Man kann von einem Rollstuhlfahrer jetzt nicht unbedingt verlangen, Stabhochspringer zu werden oder sowas. Wir versuchen für jeden eine richtige Rolle zu finden und für jeden ein richtiges Training aufzubauen, dass er an seinen eigenen Fähigkeiten arbeiten kann. Leidenschaftlich arbeitet Matthias Kloth mit allen Sportlerinnen und Sportlern, ob mit oder ohne Behinderung. Was in Esch seit Jahren prima funktioniert, soll irgendwann auch in der DG funktionieren. Einen ersten kleinen Schritt hat man jetzt getan.